Guten Morgen. Meisterstock unterwegs, mal wieder. Ja, wo geht's hin? Ich fahre jetzt nach Lingen. Und zwar ist dort die Emsland Modellbau, wo wir mit dem kleinen Dr. Bricktisch vertreten sind. Hab diesmal keine Monorail dabei. Haha, mal was Neues. Nee, ich habe dabei meine Miss Liberty. Die mit dem Sockel, die große, 1,36 Meter, 8700 Teile. Wunderbar, läuft. Und dann habe ich dabei ein paar Eisenbahnschienen, habe mein Werbeschild dabei und passend zu den Eisenbahnschienen die Dr. Bricklok, die der liebe Brixie, der auch mit ausstellen wird, die der liebe Brixie entworfen hat. Die habe ich real gebaut. Ich habe Turbo dabei, ich habe Strom dabei und meinen Tragschnabelwagen. So. Der ist jetzt in Lingen nochmal auf der Ausstellung mit dabei. Und ich glaube, obwohl ich ihn eigentlich nicht mehr ausstellen wollte, dann muss ich es auch noch mit nach Fürth. So, ich war gerade in Reken beim Trader Trading Card Superstore, bla bla Sülz. Hatte da gestern ein paar Karten vorbestellt. Ja, ich spiele ein bisschen Magic. Hatte da gestern ein paar Karten vorbestellt und diese heute abgeholt. So, ich habe jetzt bis Lingen noch 91,5 Kilometer vor mir. Ich habe was zu essen im Auto, ich habe was zu trinken im Auto. Ich habe noch ein bisschen was zu dampfen im Auto. Ich habe voll getankt. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich mich melde, bin ich in Lingen. Dann machen wir an dieser Stelle jetzt quasi einen harten Cut. Hi. So, ich bin jetzt im Emsland, quasi in Lingen angekommen. Hier im Hintergrund könnt ihr die Emslandhalle sehen. Da bauen wir nachher auf. Das ist an diesem Wochenende eine Modellbauausstellung. Nicht nur Lego, sondern Modellbau generell. Wetter in Lingen zeige ich euch mal kurz. Ihr habt gesehen, es ist nass. Es ist kalt, sagt der mit hochgekrempelter Ärmel. Momentan regnet es mal nicht. Ja, ich gehe jetzt mal gucken, was es hier so in der Gegend in der Nähe von der Halle gibt. Und ja, ich war der Erste von uns. Ich war quasi der Erste, der da war. Macht aber nichts. Ne, wir bauen dann gleich in Ruhe auf und dann zeige ich euch ein paar Eindrücke. So, wir haben hier soweit alles stehen. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Jetzt läuft er gerade weg. So ein Ärger aber auch. Was ich euch jetzt mal zeigen möchte, ist der gemeine Ahrvoll in seiner natürlichen Umgebung. Schaut mal. Ja, das Problem, das kennen wir mit dem passt nicht. Mit du musst dem das jetzt wegdrehen. Nicht. Tja, so ist er. Ja, wenn ich euch mal jemanden vorstellen darf. Das hier ist der liebe Michael. Moin. Auch bekannt als Brixie. Ja. Ja. Brixie ist auch da. Brixie ist auch da. Brixie hat jede Menge Zeug mitgebracht. Ich gucke mal, was der Brixie alles mitgebracht hat. Ganz viele seiner Fahrzeuge. Viele sind bekannt. Wunderbar. Jedenfalls, ich melde mich dann später nochmal, wenn wir hier mit dem Aufbau soweit fertig sind. Ich werde dann noch Fotos machen. Vielleicht haben wir dann auch morgen ein bisschen mehr Licht. Vielleicht auch nicht. Naja, egal. Ja, ich habe jedenfalls meinen Zug aufgebaut. Ich habe meine Miss Liberty aufgebaut. Kann losgehen, wenn es an mir geht. Ne? Bis dann. Tschüss. Inzwischen. Guten Morgen. Ah, da rennt er weg. Da rennt er weg. Achso, ja. Moin. Moin. So, Tag 1 läuft jetzt und ich denke, moin Michael. Das bin ich. Lass mich auch moin sagen. Ja, darfst du ja. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was jetzt hier bei uns am Tisch steht. Wir fangen an mit ein paar Märchen.
ein Hotel. Und natürlich die Miss Liberty. So, da habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick über unseren kleinen Dr. Brick-Tisch. Allerdings ist das hier keine reine Lego-Ausstellung, sondern alles mögliche am Modellbau. Das heißt, wir haben hier auch Eisenbahnen, also Märklin, so im kleineren Maßstab. Zeige ich euch mal hier ein Beispiel. Richtig schöne Sachen im etwas größeren Eisenbahnmaßstab. Ist hier ein kleines Playmobil-Diorama. Ich habe gerade das böse P-Wort gesagt. Ich sagte Playmobil. Oh mein Gott! Was als Lego-Fan. Hier noch was, auch im kleinen Maßstab, ein kleiner Bahnhof oder ein Rangierbahnhof. Ihr seht, eine richtig schöne kleine Anlage. Dann haben wir hier auch ein paar Kollegen, die etwas ältere Märklin-Sachen dabei haben. Also etwas älter, also um nicht zu sagen alt. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, eine Winterlandschaft mit Gondeln und Sessellift und Krankenwagen, aber schaut selbst. Aber der Rot
So, jetzt gehen wir nochmal in die andere Halle. Da ist zum einen noch ein bisschen Lego-Stadt. Und ja, Punkt. Und in einer weiteren Halle ist noch mehr, und zwar zum Thema Schiffsmodellbau, Bootsmodellbau, Flugzeuge. Und ansonsten hat man hier halt jede Menge Händler. Also die Ausstellung hört jetzt gerade seit ein paar Minuten auf und das ist schon richtig was los hier. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. So, dann gucken wir uns doch mal jetzt die Lego-Stadt von den Holländern an. Einen Moment, und da sind wir. Richtig schöne Stadt. Zum Großteil halt aus Sets, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja. Oh, ein bisschen was verkaufen tun sie auch, da gucke ich gleich mal. Ansonsten gehen wir jetzt gleich bei den Schiffen vorbei und dann gehen wir zu den RC Scale Modellen. Und da werdet ihr garantiert auch das ein oder andere sehen, was richtig, richtig gut aussieht. So, dann kommen wir nun mal zu einem Bereich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie gut ihr mich hört. Ich habe natürlich das Lavalier-Mikro vergessen. Kommen wir jetzt mal zu einem Bereich, der mir persönlich auch sehr gut gefällt. Sieht einfach toll aus. Schaut selber. Cool, diese riesengroße Stadt mit all den Kirmesmodellen. Das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Das sieht richtig gut aus. So, jetzt schauen wir mal weiter. Also wie ihr seht, Emsland Modellbau, bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut hier. Hier haben wir ein paar Flugzeuge, schau mal. Nee, war eine echt gute Idee, hier hinzukommen. Bis jetzt eigentlich nur nette Leute getroffen. Und wir gehen doch jetzt einfach mal zum Wasserbecken. Wir haben ja ein riesengroßes Bassin. Oder wie man im Ruhrgebiet sagt, ein riesengroßes Bassin. Da ist jede Menge Wasser drin. Und da sind ein paar Boote, die da munter vor sich hinfahren. Schauen wir doch jetzt einfach mal.
was wir da so sehen. Da ist richtig was los. Da ist richtig was los. Guck mal. Ist das cool? Ist das cool? Man kann hier Boote fahren lassen. Ohne dass man... So klein und so viel Lärm. Hier, man kann hier Boote fahren lassen, ohne dass man einen See braucht. Einfach ein Basin aufgebaut, schon können die Boote fahren. Naja, schauen wir mal noch mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier noch? Soll ich mit euch mal? Ich gehe mal mit euch die Boote entlang. Ihr seht jetzt mal stellvertretend für auch die anderen Boote, die hier noch stehen, richtig coole Sachen. Bisschen Lego, so ein bisschen Modellbau. Wobei ein Großteil von dem, was hier an Lego steht, das sind halt wirklich Sets. Außerhalb unser Tisch. Wir haben halt zum Großteil eigentlich, na doch, zum Großteil Eigenbauten. Ist halt ein bisschen, naja, ist halt ein bisschen schade.